Eine 13-Jährige brach in einem Schulbus in Büchelberg, Landkreis Germersheim, am Montag, 7. September zusammen. Und die Spekulation war, dass sie an Corona-Maßnahmen verstarb, dass sie trotz Attest eine Maske habe tragen müssen und deswegen in dem Linienschulbus zunächst zusammenbrach. Ich meine, diese Information stimmt nicht. Trotzdem ist sie womöglich ein Opfer von Corona-Maßnahmen. Gestorben, und das ist das Thema, ist sie in einem Krankenhaus in Karlsruhe. Hallo, mein Name ist Jürgen Felger, Freiheit für Wirtschaft, Information und Meinung. Ich will mal die Örtlichkeit genauer zeigen. Sie brach zusammen in Rheinland-Pfalz, Büchelberg. Das nächste Krankenhaus ist in Kandel. Dann gibt es hier noch ein Krankenhaus in Germersheim. Und gebracht wurde sie allerdings nach Karlsruhe. Einmal 17 Minuten. Von Büchelberg nach Kandel und einmal, und dort wurde sie hingebracht, 29 Minuten. Gut, mit einem entsprechenden Blaulicht wäre sie schneller dort gewesen. Allerdings ist die Strecke in beiden Fällen mit Blaulicht zu befahren. Die eine nach Kandel sowie die nach Karlsruhe. Jetzt fragt man sich, warum das Mädchen nach Karlsruhe gebracht wurde. Bereits im März wurde berichtet, dass man mit Notfällen aufgrund der angeblichen Corona-Pandemie mit einem Pandemieplan, dass man in der Region Germersheim-Kandel mit den Notfällen in irgendeiner Weise rochiert und hier irgendwelche Ressourcen freigehalten werden oder umgeplant werden durch den sogenannten Pandemieplan. Und hier könnte sich erklären, warum die 13-Jährige so weit entfernt versorgt wurde. Und zwar in einem anderen Bundesland, nicht in Rheinland-Pfalz, Germersheim-Kandel zum Beispiel, sondern in Karlsruhe. Sie wurde nach Karlsruhe gebracht, also nach Baden-Württemberg. Jetzt kommt der nächste interessante Aspekt. Die Ermittlungen finden dort statt, wo das Mädchen verstarb, in dem Krankenhaus, und nicht dort, wo es zusammenbrach, nämlich im Wörther-Ortsteil Büchelberg. Also die Ermittlungen finden statt in Karlsruhe, also in Baden-Württemberg, und nicht in Rheinland-Pfalz. Wir können davon ausgehen, dass die Polizeiführungen in Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz, je nachdem, den Fall völlig neutral und trotz Weisungsgebundenheit ohne jede politische Einflussnahme untersuchen wird. Und falls Tote durch zu weite Notfallfahrten verursacht wurden, weil dies fragwürdige Pandemiepläne vorsahen, werden solche Umstände in jedem einzelnen Fall selbstverständlich unbedingt rechtlich verfolgt. Danke für die Aufmerksamkeit.